Fürstenlook, ein Rapphengst abstammend von Fürstenball, Londonderry, Weltmeier. Hier kommt der herrliche lackschwarze Hengst mit Isabel Frese auch schon gleich im Viereck auf uns zu, nämlich im Finale des Nürnberger Burgpokals 2020. Fürstenlook ist der älteste mit seinen 9 Jahren, der einzige 9-Jährige in diesem Jahr, ein Sohn von Fürstenball mal Londonderry. Johannes Sabel hat ihn gezogen und auch er ist, genau wie Top Gear, im Besitz der Schockemühle Hengsthaltung. Auch er hat schon eine Karriere sozusagen ein Stück weit hinter sich, ist seit Ende 3-jährig bei Isabel unter dem Sattel, die ja Reiterin im Stall von Paul Schockemühle ist, hat ihn zum Bundeschampionatstitel bei den Reitpferden geritten, war Dritter mit ihm bei der WM der jungen Dressurpferde, da war er 7-jährig. Mein Gott, das ist aber auch ein eleganter Kerl. Elegant schwarz, topmodern. Sehr fleißig, wirklich durch den Körper. Guter Raumgriff an die Hand heran, gefällt mir. Guter Schritt. Ja, schöner Wechsel. Super im Bergauf. Ah, das Seitenbild macht Spaß. Mein Gott, die waren ja fantastisch. Die Dreier waren ja noch besser als die Vierer und die fand ich schon super. Also tolle, tolle Serienwechsel. Überhaupt eine tolle Galopptour. Noch nicht ganz optimal in den Pirouetten, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, wirklich noch eine Frage der Reifung, der Kraft. Super. Vierer, schnurgerade die Dreier, toller letzter starker Galopp und dann wunderbare Schlussaufstellung nach einem schönen letzten Mitteltrab. Also ich bin jetzt ganz gespannt, was dabei rauskommt. Tolle Runde, ganz, ganz viel richtig gemacht. Ihr seid ein tolles Paar. Toi, toi, toi für die weitere Ausbildung und vor allem dann für die nächsten Turnierstarts. Er wird uns präsentiert von seiner Leib- und Magenreiterin Isabel Frese. Die beiden sind schon von Anbeginn ein tolles Paar, was sich über herausragende Erfolge und Siege über die letzten Jahre immer auf ersten Plätzen gezeigt hat. Auch seine Karriere ist eigentlich bilderbuchmäßig. Er war Siegerhengst. Er war Hengstleistungsprüfungs-Dressursieger. Er war Hannoveraner-Champion, Bundeschampion. Aufgrund der tollen Qualität seines ersten Fohlenjahrgangs bekam er die Hauptprämie und wurde Sieger. Auf der Weltmeisterschaft gewann er die Final-Einlaufprüfung und wurde Weltmeisterschafts-Bronzegewinner. Eine Karriere, die sich wirklich zeigen lässt und die er natürlich auch seiner Reiterin Isabel Frese zu verdanken hat. Ja, Fürstenlook ist ein Hengst, der sich wirklich durch ein ausgewogenes Grundgangartenpotenzial auszeichnet. Hier sehen wir es gerade im Galopp. Sehr schön geschmeidig durch den Körper springend und auch hier in der Galoppverstärkung. Klar, die Galoppsprünge vergrößernd. In den Tempiwechseln ausgewogen zu beiden Seiten, die Wechsel springend.
Er ist ja bereits auf Prix Saint-Georges Niveau angekommen. Dazu gehören eben die Galopptraversalen und auch die Piorettenarbeit. Da kann man gut erkennen, wie viel Lastaufnahme dieses Pferd zeigen kann. Und gleich daraus wieder herrliche Zweierwechsel. Nicht umsonst bekam er anlässlich seiner Hengstleistungsprüfung für Leistungsbereitschaft und Rittigkeit und auch Schritt eine 10,0. Das hat sich wirklich bewahrheitet und zieht sich durch seine ganze Sportkarriere durch. Diese innere Gelassenheit ist einfach ein großes Prä dieses Hengstes und auch sehr wichtig natürlich für Dressurpferde. Sie müssen sich positiv aufspannen lassen, aber sie müssen eben auch immer wieder zur Losgelassenheit kommen, um auch gut durch den Körper zu arbeiten und auch zum Beispiel wie hier im Trab sehr schön schwingend durch den Körper arbeiten zu können. Das machst du fein, Heike. Oh, ihr macht das fantastisch. Isabel, halt dich fest. Ich glaube, wir steigern den Applaus noch einmal. War das ein Bild? Nicht nachlassen, Pferden, ihr Niedersachsen. Isabel, wir danken dir. Das Jahr 2022 fing schon hervorragend an für die Nachkommen von Fürstenluck. Fiadora, eine vierjährige Stute von Fürstenluck, Valentino, wurde für 218.000 Euro auf der Pferdener Januar-Auktion nach Frankreich verkauft.